Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es mal um den M34-Helm der Feuerschutzpolizei gehen. Warum Feuerschutzpolizei? Die ganze Organisation hieß einheitlich Feuerwehr, wie jetzt auch noch. 1938 dachte man sich aber, diese in die Polizei einzugliedern, um einiges zu ersparen, was auch immer. So. Feuerschutzpolizei typisch war hier auf dieser Seite der Polizeiadler. Und auf dieser Seite ein Hakenkreuz. Ja. Polizeitypisch eben. Bevor das Ganze eine Feuerlöschpolizei wurde, hieß es einfach nur Feuerwehr. Die Dekals sahen anders aus, diese Helmabzeichen. Da hattest du auf der einen Seite ein im 45 Grad gedrehtes schwarz-weiß-rotes Abzeichen. Und auf der anderen Seite ein großes weißes Hakenkreuz. Wenn ich es nicht vergesse, kann ich es mal einblenden. Dann machen wir mal weiter. Dieser Kamm hier nennt sich Ziegelbrecher und wurde ab 1940 reichsweit befohlen, diesen abzunehmen, da es Materialverschwendung war und man das Material anderweitig gebraucht hat und dieser auch noch reflektiert. Ja, das war erstmal so viel dazu. Also ab 1940 war das dann einfach nur vernietet. Das kann ich mal demonstrieren. Hier kam dann einfach eine Niete durch, eine schwarze, sodass das dann aussah wie eine ganz normale Stahlhelmglocke. Hier kommt jetzt noch ein Nackenleder rein. Das fehlt. Kann ich eventuell auch mal, wenn ich ein Bild finde, jetzt einblenden. Und hier ist der gestempelt vorschriftsmäßig nach... Ja, gut. Ja. Kann ich nicht lesen. So, hier haben wir noch den Helmbesitzer eingeschrieben. W. Grille. Das ist eine Größe 54, das nur nebenbei. Ganz üblich für die Zeit. Kinnriemen aus Leder, wie man es halt kennt. Und die schwarze Färbung. Ja. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal in den direkten Vergleich mit anderen Helmen. Mitgebracht habe ich einen Feuerwehrhelm aus DDR-Zeit. Und etwas, was viele auch als Fälschung von diesem M34 kaufen, was ich jetzt aber selber mal fix gemacht habe. Und zwar einen modernen Feuerwehrhelm, also modern, die letzten, die noch aus Alu waren. Schwarz gesprüht. So. Kaufen auch fälschlicherweise viele. Kann ich nur von abraten, ist aber logisch. So. Apropos, ich entschuldige mich erstmal für den Fokus dieser Kamera. Mich macht es auch gerade schon wahnsinnig, aber was willst du machen? Die Kamera verprügeln? Nee. So. Also, entscheidend ist hier erstmal, ne? Wir haben hier diese eckige Wulst. Die bei der in Anführungszeichen billig gemachten, es ist keine Fälschung, aber die hier eben nicht vorhanden ist. Ich lege das mal, wenn man das... Hier sieht man direkt den Unterschied. Eckig, zackig und hier unten rund. So. Die Luftlöcher stimmen, die Nieten sind hier geschraubt. Alles in allem... Man müsste es eigentlich sehen, das ist ein moderner Helm, spätestens am Innenfutter, mit DIN-Norm. Ja. Dann kommen wir zum DDR-Helm. Der ist nicht aus Blech, Alu oder etc., der ist aus Kunststoff, ich glaube Fiberglas müsste das sein. Oder irgendeine andere Plastikgelumbe, in Hammerschlag lackiert. Die Luftlöcher sehen anders aus und die Verniedungen sind auch anders. Und von drinnen auch. Also, dass hier eigentlich keine Verwechslungsgefahr besteht. So. Ja, und diese Form des Helmes hat sich eben durchs komplette Dritte Reich durchgezogen. Vorher gab es Lederhauben oder verstümmelte Pickelhauben. Da wurden bei Pickelhauben manchmal diese Pickel entfernt. Und...
auch Ziegelbrecher aufgesetzt. Ja, so viel erstmal zum M34-Helm der Feuerschutzpolizei. Ich werde das Video demnächst jetzt gleich noch auswerten, gucken, wie schlimm der Fokus ist. Also ein zweites Mal werde ich es nicht aufnehmen oder ein drittes Mal. Also das liegt jetzt wahrscheinlich wirklich an meiner Kamera. Kann ich auch nicht viel ändern. Ja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal.